Niederlage hier bei Union Mauer. Kadir, was war heute los? Ja, ehrlich gesagt, wir haben heute das nicht auf dem Feld gebracht, was wir vor uns gehabt haben. Und sehr billige Tore haben wir bekommen. Zuerst, wir haben erste Chancen, eine große Chance gehabt mit den Toren, dass wir besser machen hätten können, aber wir haben im richtigen Moment die Gegner nicht bestraft. Und dann, wir haben eine individuelle Fehler, wir haben große Chance die Gegner gegeben und das haben sie genutzt. Und ja, dann zweite Halbzeit haben wir versucht, da vorne natürlich offensiver spielen und unser Spiel spielen, was wir gewohnt haben. Da wir sind mehr im Spiel reingekommen, wir haben die Aktionen gehabt, aber trotzdem wieder eine unnötige Fehler, wieder ein billiges Tor haben wir bekommen. 3-0 und wieder billiges Tor. Wieder solche Spiele, gegen solche Gegner, du darfst nicht solche Fehler machen, besonders so große Fehler. Weil gibt es Gegner, bestraft dich, gibt es Gegner, verzeiht dich. Und das ist das, wo das alles ausmacht. Man ist aber nach wie vor einen Punkt voran, hat alle Trümpfe in der eigenen Hand. Aber so eine Leistung wie heute darf man jetzt nicht mehr zeigen. Genau, wie du gesagt hast, auch das habe ich mit der Mannschaft gesprochen darüber. Alles liegt in unserer Hand. Wir sind noch immer Tabellenführer. Was heute passiert, ist passiert im Fußball. Wie gesagt, das habe ich im letzten Interview auch gesagt, du kannst nicht alles im Griff haben. Wichtig, dass du die so wenig wie möglich, dass du Fehler machst und dass du die Fehler reduzierst. Und das, was zum Beispiel heutige Fehler, was passiert ist, dass wir analysieren, wieder besser zu machen, darüber reden, diskutieren und dass nicht wieder nächste fünf Spiele, dass das vorkommt. Weil, wie gesagt, es liegt alles in unserer Hand. Aber im Fußball, das gehört zu solchen Tagen auch. Du kannst nicht nur gewinnen oder tanzen oder singen. Da musst du solche Tage auch akzeptieren und davor von dem lernen und wieder stark zu kommen und nächste Woche alles wieder gut machen.